Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mirror's Edge 2 Katalyst. So, die Hauptmission ist hier in der Nähe. Da gehen wir jetzt auch direkt hin. Ich wundere es auch, dass ich ehrlich gesagt den ganzen Weg hierher gemacht habe, zu laufen. Also jetzt nicht jetzt, sondern davor. Ich konnte mich eigentlich direkt hierher teleportieren. Ja, daran habe ich mich gar nicht gedacht. Aber gut. Widmen wir uns jetzt der Hauptmission. Bin mal gespannt, wie die so sein wird. Ach, du schon wieder. Bist du enttäuscht? Das ist völlig egal. Du bist so gut wie tot. Mein Vater wird hier alles dem Erdboden gleich machen. Für sein braves Töchterchen tut er wohl alles, hm? Du wirst bestimmt mal eine tolle Führungskraft. Wie du meinst. Was willst du? Meine Freunde. Ich weiß, sie sind nicht alle tot. Nur leider ändert das nichts. Du siehst sie niemals wieder. Wo sind sie? Frag doch meinen Vater. Er redet sicher gern mit dir. Darauf wette ich, aber ich frage dich. Und wenn mir deine Antwort weiterhilft, hole ich dich hier raus. Ich weiß nicht, wo sie sind. Und der Aktenzugriff ist nur über den Krugersec-Hauptrechner möglich. Viel Glück damit. Ich habe immer Glück. Kannst du mir helfen, bei Kasek einzubrechen? Ich muss an ihren Hauptrechner. Bei Kasek? Im Hauptquartier? Klaro! Gut, legen wir los. Klingt vielversprechend. Hey, kannst du mich hören? Wo steckst du? Ich habe Neuigkeiten über Noah. Es könnte sein, dass er noch lebt. Das ist doch... wann? Ich bin gerade dabei, die Information zu überprüfen. Großartig. Halt mich auf dem Laufenden. Ich denke übrigens, dass wir uns langsam von Black November verabschieden sollen. Rebecca wird mir von Tag zu Tag unheimlicher. Ich habe gehört, sie hat neulich bei der Röhre einen Verräter erschießen lassen. Und ich fürchte, Isabel Kruger könnte die Nächste sein. Damit will ich nichts zu tun haben. Okay, wir hauen bald ab. Jo, das machen wir. Guck mal gerade, wo die Mission überhaupt... Wow! Was ist das für eine Strecke? Ach du, meine Güte. Also ich bin ja dafür, wir reisen einfach mal hier hin, dann sind wir näher. Wie hecke das Dings da, Bums da. Ich hab doch den Gridnot. Was? Hecke den Nagel in den Gridnot. Ich hab den doch. Das war doch hier, oder? Oder? Oder war das woanders? Ich weiß es nicht. Warum rede ich so hoch? Keine Ahnung. Kann ich mich dahin teleportieren? Nein, natürlich nicht. Weil mir wird gar keiner angezeigt, dass hier einer wäre, ne? Guck mal, was mal für eine Schleife dort läuft. Na gut, dann eben dahin. Da darf ich ja wohl hin. Oh, hier sind ja noch ein paar. Jetzt lass mich doch runter. Da ist ein Dokument. Aha, da muss ich sowieso lang. Ich guck grad nur. Ich mach immer so ein Reflection eine Flüssigkeit ist, die injiziert wird? Sie ist voller Naniten, die mit dem Wirtskörper verschmelzen. Reflection stellt eine permanente Verbindung mit dem Grid her. Ich schätze genau das meine ich wohl mit. Werden Sie eins mit dem Grid? Sobald es kalibriert ist, kann es außerdem den Gesundheitszustand und das Stressniveau regulieren. Können die Leute das denn nicht von sich aus? Und dann ist da noch irgendwas über das limbische System, das ich nicht ganz kapiere. Noch nicht. Da sind ein paar Dinger. Warte mal, ich will mal hinter diese komische Wand. Okay, hier ist ja gar nichts. Die Sicherheitsvorkehrungen in den Docks sind schärfer als bei WFYO. Multispektralsensoren, halbautonome Verteidigungssysteme und alles. Rüberspringen? Da sieht man auch nicht, wo ist da Tür, wo ist da keine Tür. Mal ehrlich, wer würde denn einen Luftangriff auf Krugersec ausführen? Das schon wieder. So.
Den kann ich schon mal mir nehmen. Das ist gut. Den würde ich auch gerne. Aber dazu müsste ich, glaube ich, nochmal komplett hoch. Dann wieder hochrennen, meine ich. Nein! Oh, oh, oh. Ich dachte, ich springe drüber. So. Komme ich da hin? Nein, natürlich nicht. Irgendwie muss ich hier da hinkommen. Ich kann das ja auch nicht abmachen oder so, ne? Nee? So. Ob man wirklich richtig springt, sieht man, wenn das Rot weggeht. Kann man so gelten lassen als Reim, ne? Ah, finde ich auch. Warum wird das hier zugezeigt? Einfach weil es eine neue Gegend ist? Modernen Lila hatten wir schließlich noch nicht, ne? Haben wir vielleicht jetzt... Hä? Nein. Ach, genau an der Stelle hat jemand Dings gesetzt. Ja, okay. Beatling, Time Trial, Beatling, bla bla bla. Nö, sieht immer noch danach aus. Als könnte ich keinen Gridnote hacken. Jo. Ich hätte vielleicht runtergehen sollen, ne? Das scheint wirklich einfach so was wie eine neue Gegend zu sein. Bin ich jetzt einfach in der Wohnung von irgendwem drinne? Es wirkt so, ne? Ich komme wieder raus, bevor der nach Hause kommt. Und irgendwo habe ich eine Kamera gehört. Ich wollte das sagen. Ich mache gerne Kameras kaputt, ne? So, den habe ich. Da unten habe ich während des Flugs... Ah, das ist nur eine Lieferung. Schade. Ich dachte, es wäre so Elektroteile klauen. Das hat nie so gequietscht. Sind hier irgendwelche Tiere drin? Was quietscht denn hier so? Keine Ahnung, was hier jetzt gequietscht hat. Aber der Ort ist irgendwie schön mit den Kirschblüten und so. ...30 Stück gibt's insgesamt. Oh, ich habe den erwischt. Okay, ich war mir nicht sicher, ob ich zu hoch springe. Wer hat denn sowas zu Hause? Wie geil ist das denn? Das hätte ich gerne auch. Du kannst mit einem VTOL rüberfliegen. Sag Bescheid, wenn du den Wegpunkt erreicht hast, dann checke ich einen zu dir. Was? Mit einem VTOL? Okay. So ein komisches Antennenteil gebaut, ha? Ach, da. Ah, ich habe gar kein Dings gerade aktiv. Hui! Achso, da kann ich wieder hin. Also mal, ich muss mal ein paar Kameras kaputt machen. Können. Da sind Elektroteile.
Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Sonst war hier nichts weiter. Scheint nicht der Fall, ne? Hier? Tatsache. Und wir haben noch eine Audioaufnahme. Cool. Was machen Sie an meinem Arbeitsplatz? Das ist nicht mehr Ihr Arbeitsplatz. Mit sofortiger Wirkung leite ich diese Abteilung. Was? Ich glaube, man erwartet Sie in der Zentrale. Sie hätten vor einer halben Stunde dort sein sollen. Was soll das bedeuten? Sie haben gestern zwei Spionen Zugang zum internen Forschungsbereich gewährt. Sämtliche Projektpläne wurden gestohlen. Ich denke, der Vorstand verdient eine Erklärung. Meinen Sie nicht auch? Ich war dort, Dr. Mellis. Ich weiß, was passiert ist, und ich habe niemandem Zugang gewährt. Interessant, interessant. Irgendwelchen Spionen Zugang gewähren. Geht immer gar nicht. Ich werde auch nicht das Gefühl los, dass es einfach irgendeine Anspielung auf den ersten Teil ist oder irgendwie sowas. Aber daran bin ich immer sehr schlecht, wenn ich die nicht direkt nacheinander spiele. Weil ich kann mir Namen und so oder Gegenden nicht merken. Vor allem, wenn sie irgendwie großartig kompliziert sind oder man nicht so oft mit denen zu tun hat, sag ich jetzt mal. Ich wusste auch gar nicht mehr, bis ich das Spiel hier angefangen habe, wie unsere Hauptperson heißt. Und mit der bin ich die ganze Zeit im ersten Teil rumgelaufen. Ja, das sind nur ein paar, aber egal. Ich sammle ja nicht alles ein. Das, was gerade passt, was gerade stimmig ist. You had one job. Ich dachte, die läuft da drauf rum. Irgendwie war dem nicht so. Oder ich war einfach nur zu blöd, da drauf zu gehen. Oh, verdammt. Und hinter mir war so ein Teil. Oh, was hätte ich mir noch holen können? Naja. Ich hole mir die ja eigentlich in erster Linie nur, weil ich halt entweder gerade vor denen stehe oder weil die halt nur mal Punkte geben. Und ich mir dann dadurch irgendwelche zusätzlichen Fähigkeiten holen kann. Fertigkeiten ausbauen und sowas. Ah ja, jetzt geht's. Vorhin wolltest du das nicht machen. Ich muss mir angewöhnen, dass ich, wenn ich dieses Umdrehen mache, meine Maus stillhalte. Das Problem ist nämlich immer, ich ziehe die dann rum und dann bin ich voll orientierungslos. Weil ich dachte, ich habe immer das Gefühl, ich müsste die dabei mitdrehen. Aber das passiert ja automatisch, die kommt ja automatisch mit. Muss ja nicht mehr dran denken und so. Oh, das wurde sich für meinen Kopf nicht so verankern. So, da haben wir das. Ich dachte, ich hätte ja auch noch irgendwie einen Link gesehen, aber irgendwie... doch da. Ha. Hab ich's doch richtig gesehen von oben. Ist nur auf der anderen Seite. Komme ich da problemlos zurück? Scheint so, das sieht aus. Jetzt kann ich da wieder zurück. Ups. Irgendwie war das komisch. Warte, orientierungslos. Ah, nein, 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 nicht aus. Da kann ich mit denen nämlich noch holen. Oh, ich hasse die. Und hier ist aber nichts weiter, ne? Sieht jetzt nicht danach aus. Warte. Da war aber noch was. Nein, das war kein Loch, ne? Also eigentlich wollte ich ja die Hauptmission angehen in dieser Folge, aber irgendwie bin ich gerade noch sehr damit beschäftigt, mich hier umzusehen. Ah, guck mal, da kann ich was klauen.
einfach mal ein paar Kameras kaputt machen. Dann können die, ich habe das Gefühl, die können mich dann nicht so leicht verfolgen. Habe ich wirklich das Gefühl. Vielleicht, selbst wenn es nichts ausmachen würde, ich glaube, ich würde es trotzdem immer wieder machen. Weil es einfach... Oh, das war zu hoch. Ups. Das war dann doch zu hoch für sie. Ja, passiert. Passiert, passiert. So, da bin ich. Boah, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Einen Drehwurm. Ohrwurm. Ich bin auch so ein Ohrwurm. So. Plastik, ich habe den Wegpunkt erreicht. Gut. Gib mir eine Sekunde. So, das war's. In deiner Nähe war bereits ein Beetle auf Patrouille. Ich habe ihn zur Untersuchung einer Straftat umgeleitet. Du musst ihn unbedingt erwischen, wie auch immer du das anstellst. Wie auch immer ich das anstelle. Der Beetle müsste jetzt jede Sekunde eintreffen. Halt dich bereit. Oh, da ist was zum Klauen. Nein. Ah, das ist. Ach, das ist eine Dings. Er ist da. Du musst ihn erreichen, bevor er wieder abhaut. Fast folge ihn und nutze dann das Mag, sobald er in den Schwebeflug geht, um dich dran zu hängen. Diese Idioten fliegen zu den falschen Koordinaten. Hinterher, Faith! Ja, beruhigt. Die ist irgendwie, keine Ahnung. Ah, da ist der. Oh nein, da sind Sachen zum Klauen. Jetzt komm. Wir haben keine Zeitangabe, da kann ich das doch wohl holen, ne? Das ist ja genauso. Nimm ich einfach mit. Dafür muss immer Zeit sein. Irgendwo weiter vorne Halt machen, um ein Gebäude zu überprüfen. Ja, wieder was im Clown. Da ist wieder was im Clown. Oh, da waren Dings. Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Logan, privat. Ja, ich hoffe sehr, es ist wichtig. Das hier ist meine Privatleitung. Okay, offensichtlich nicht. Wir unterhalten uns noch, bitte. Nein, halt! Ja? Ich muss mit Ihnen reden über die Situation. Die Situation? Sie amüsieren mich. Wir müssen eine Lösung finden. Der dämliche Pilot kann also doch Navigationsdaten lesen. Ich habe ihn dazu gebracht, anzuhalten. Setz jetzt das Mag ein, bevor er weiterfliegt. Plastik, ich fühle mich ja ein bisschen wie auf dem Präsentierteller. Keine Sorge. Ihr Störfell schirmt dich ab. Aber was, wenn mich jemand sieht? Du weißt schon, mit seinen Augen. Oh, naja, das passiert schon nicht. Ja. Ich aber so gut. Was ist, wenn mich jemand sieht? Wo steige ich ab? Am Landeplatz natürlich. Anschließend folgst du den Wartungstunnel bis zum Big Dog. Da findest du dann ihre Server-Stacks. Interessant. Oh, ist das interessant. Der Beetle wird in die Projekte umgeleitet. Du musst absteigen. Bitte? Ich kann doch hier nicht einfach loslassen. Natürlich nicht. Dadurch würdest du dich umbringen und das wäre ziemlich bescheuert. Ich meinte, du solltest absteigen, sobald ihr das Gebäude überfliegt. Faith, lass jetzt los! Oh, ich hätte vielleicht den richtigen Knopf drücken sollen. Ich habe mir nicht mal was gebrochen. Glaube ich. Die Sache tut mir leid. Meine Überbrückung hat nicht funktioniert. Du musst jetzt rüber zum Vektor. Achso, ich kann da runterrutschen. Ich dachte so, ich spring doch nicht einfach übers Geländer. Also, mach ich doch oft genug, aber... Um auf die Daten zuzugreifen, musst du im Backdog eine Verbindung zum Hauptserver-Stack herstellen. Du kannst die Aufzugsschächte nutzen, um nach unten zu kommen. Aua.
vergesse immer, dass ich vielleicht doch mich abrollen sollte und sowas. Hier gibt's Tasche. Da ist die Tasche. Komm ich da hin? Da oben. Sieht aus, als wäre der einzige Weg nur irgendwie hier rüber. Okay, die war jetzt leicht zu finden und zu kriegen. Gut, ich glaube, ich habe so einen ruhigen Moment, dass ich das noch mitnehmen kann. Und ich wollte eigentlich einen Schild setzen, na verdammt. Wie geht's dir heute? Konntest du schlafen? Ich verstehe. Das alles muss sehr verwirrend für dich sein. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich weiß, ich hatte versprochen, dich zu deinen Eltern zu bringen, aber ich konnte nichts tun. Die Aufrührer waren außer Kontrolle. Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Die Aufrührer waren gnadenlos. Tut mir leid. Deine Schwester ist tot. Sie alle sind tot. Keine Angst, Kleine. Ich kümmere mich um dich. Das ist auf jeden Fall Faiths Schwester gewesen. Deswegen auch ein neues Leben. So, ich mache einen Schnitt. Wir gehen in der nächsten Folge durch diese Tür und beenden die Mission. Und mal gucken, was dann so kommen wird. Bis dahin dann tschüss, eure Tay.